Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, wir sind gerade eben erst aufgestanden. Ich habe jetzt aber hier wie jeden Morgen erst einmal die Wohnung gestaubsaugt, gewischt, seine Matte gerade mal frisch gemacht. Das hatte ich nämlich gestern nicht gemacht. Bibi Lias ist schon am Rumkrabbeln, der hat gefrühstückt, ich noch nicht, werde auch gleich mal was essen. Ja, gestern war ja die große Verkündung meines Adventskalenders und ich hatte gestern so ein paar Probleme beim Filmen. Richtig ätzend. Ich hatte, meine eine Speicherkarte hat nicht funktioniert, da stand ständig Speicherkarte defekt. Dann habe ich mit der anderen angefangen zu filmen, die hat dann original 5 Sekunden gefilmt, danach ging es nicht mehr. Und deswegen habe ich die eine Speicherkarte, wo ich mir zu 1 Million% sicher war, dass da nichts drauf ist, habe ich dann einfach formatiert und dann ging sie wieder. Dann konnte ich wieder 8 Stunden sozusagen filmen. Ja, und am Abend kam dann der große Schock. Ich habe Dateien gelöscht. Und zwar keine Dateien, die unwichtig sind, die ich gerade aufgenommen habe, weil das könnte man ja dann einfach nochmal wiederholen. Das wäre ärgerlich, aber nicht so schlimm. Nein, ich habe tatsächlich Vlogs gelöscht. Und zwar ganze, ich glaube, 3 oder 4 Tage, Leute. Also der Vlog, der vorgestern, also gestern ging ja das Infovideo wegen dem Adventskalender online. Und vorgestern war ein normaler Vlog, ich glaube vom Samstag. Da habe ich ein Aufgebraucht-Video gemacht, weil ich auch Samstag nicht so viel gedreht hatte. Sonntag habe ich eigentlich auch so gut wie gar nicht gedreht, deswegen ist es nicht so schlimm. Und dann sind, ich glaube, Montag und Dienstag noch weg. Genau. Deswegen, ich habe keine Ahnung irgendwie so richtig mehr, was ich an diesem Tag gemacht habe, was ich euch gezeigt oder erzählt habe. Deswegen, wenn irgendwie die nächsten Tage mal sowas kommt wie, ach, das und das habe ich euch gezeigt und ich habe es euch gar nicht gezeigt, dann kurze Info, dann werde ich dazu nochmal was sagen. Aber irgendwie, ich bin voll verpeilt. Ich weiß nur, dass entweder Montag oder Dienstag meine Schwester hier gewesen ist und wir haben ein neues Produkt ausgetestet. Das zeige ich euch gleich mal. Und was ich auch gemacht hatte, ich habe es euch gezeigt. Ich habe sogar richtig cool meine Kamera hingestellt, weil, ach, das hatte ich euch, ich hoffe, ich habe es euch jetzt. Seht ihr, das ist so richtig doof jetzt mit den Dateien, weil ich nicht genau weiß, was ich euch gezeigt und gesagt habe und was nicht. Es war ja so gewesen, dass am Wochenende, das ist Freitag, Samstag oder Sonntag passiert, also theoretisch dürftet ihr es dann noch nicht wissen. Der Lias saß neben der Couch. Und das habe ich schon auf Instagram gesagt oder Insta-Story. Und hat sich alleine das erste Mal hochgezogen. Das war ein totales Erlebnis, weil ich war baden gewesen. Ich glaube, das war dann Sonntag gewesen. Keine Ahnung. Ich war baden gewesen auf jeden Fall und bin zurückgekommen. Und dann ist mein Freund ins Bad. Und in dem Moment, ich bin dann zurückgekommen und habe mich hier auf die, neben die Couch hingekniet zu ihm. Und den Laptop noch da gehabt, weil Dateien noch geladen sind. Ich habe irgendwas bearbeitet. Und ja, der Lias ist sehr auf Laptop, Handy, Fernbedienung, Schlüssel fixiert. Ich denke, das ist jedes Kind, jede Mama da draußen kennt es. Und dann war es so, dass ich halt hier gekniet habe und er hat sich wirklich an der Couch oder an der Decke, die an der Couch halt auch ist, so richtig hochgezogen und war dann saß dann auf den Knien erst und hat sich dann hochgezogen und stand dann halt eben da. Ja, das war so das erste Mal und das war so schön gewesen, so ein Meilenstein halt eben. Ich habe es aufgenommen und ich hatte es euch auch, seht ihr, das habe ich nämlich euch auch aufgenommen. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg, Schatz. Pustekuchen. Ich weiß gar nicht, was ich euch alles erzählt hatte, aber es waren relativ, ich weiß, dass es Montag und Dienstag relativ lange Vlogs waren. Scheiße, echt. Egal. Von neu. Also er hat sich auf jeden Fall hochgezogen. Gern mein Herz, Meilenstein. Schatzi, du kannst nicht rumroppen, wenn eine Decke unter deinem Bauch ist. Wupp, 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 wupp. Ja. Gib die Decke her, gib die Decke her, gib die Decke her. Sördele. Ach, ganz kurz. Ich hatte euch von diesen Socken erzählt, die vorne rutschfest sind und hinten rutschfest sind. Die werde ich euch ab sofort so rum in die Infobox verlinken. Da hatten schon ein paar Stück nachgefragt gehabt. Genau. So, also, der Herr hat sich also hochgezogen. Meilenstein. Ich habe noch zu meinem Freund gerufen. Schatz, komm raus aus dem Badezimmer. Der Lias hat sich hochgezogen. Das erste Mal aus dem Sitzen halt eben. Wenn er auf dem Bauch liegt und rumrobbt, schafft er es noch nicht,
sich selber hinzusetzen und dann somit irgendwo hochzuziehen. Also er robbt rum und das war's. Also das schafft er eben noch nicht. Ist auch ganz oft, wenn er hier am Rumrobben ist und dann zu mir hier an die Couch kommt, dann fängt er an zu weinen, zu nörgeln, weil er will hoch zu mir und er schafft es halt eben nicht, sich hinzusetzen und dann selber hochzuziehen. Ja, Baby, das funktioniert noch nicht, gell? Auf jeden Fall aufgrund dessen, wir wollten ja schon ganz lange das Bett runter machen und jetzt haben wir es dann auf jeden Fall logischerweise, nachdem er sich das erste Mal hochgezogen hat, haben wir das dann auf jeden Fall gemacht und das Bett ist jetzt runtergesetzt. Ich hatte euch hier schön hingestellt, euch mitgefilmt, wie ich das Ganze auseinandergebaut habe und wieder zusammengebaut habe und wollte das dann in so einer im Schnelldurchlauf einblenden. Pustekuchen-Datei ist weg, aber Bett ist unten, also Safety first, sage ich, ist, oder beziehungsweise die Sicherheit ist gegeben, so rum. Dann, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, also mir werden bestimmt nach und nach irgendwelche Sachen einfallen, die ich euch gesagt oder erzählt habe, die dann halt nicht wichtig sind, aber ja, so wie das Bett jetzt einfach mal so eine Info, dass er jetzt von alleine aufgestanden ist, das ist mir jetzt direkt auf jeden Fall in den Sinn gekommen. Übrigens, ich habe gestern einen Adventskalender von meinem Freund bekommen. Der ist so cool. Ich habe zu ihm gesagt, hey, hättest du nicht machen müssen, weil diese ganzen Adventskalender sind einfach so krass überteuert. Den hat er, bin ich der Meinung, vom Douglas. Das ist einer dieser teureren Kalender nämlich. Ich finde den Douglas-Kalender irgendwie gar nicht so cool mehr. Ich habe den mir früher immer geholt, aber ja, man hat dann die 580. Probe und dann ist halt auch mal gut. Und hier sind eben hochwertige Sachen drin. Unter anderem eine Miniaturgröße von meinem Lieblingsparfum, dieses Lancôme. Ich hoffe, das müsst ihr jetzt aber, doch, das ist in den Vlogs gewesen. Mein Lancôme-Parfüm, was ich mir habe auch jetzt gravieren lassen mit meinem Namen. Das ist hier drin in Miniaturgröße, das habe ich mir schon so oft gewünscht. Ich finde es voll schön. Aber hier ist auch von Lancôme zum Beispiel eine Originalgröße an Mascara drin. Oder eine kleine Yves Saint Laurent Mascara und so weiter. Also hier sind richtig gute Produkte drin. Deswegen, dieses Ding ist auch ein bisschen teurer. Aber so sieht es aus. Auch richtig schön aufgebaut wie der Adventskalender von von Glossy Box mit solchen Kartons. Finde ich richtig, richtig hübsch. Habe ich mich extrem drüber gefreut. Das hat er mir gestern Abend gegeben. Und meine Schwester hatte mir einen Schokokalender mitgegeben. Wir schenken uns ja jedes Jahr hier so Schokokalender. Habe ich jetzt erstmal hier oben hingestellt. Und da ist sogar weißes Bueno drin und ich liebe ja weiße Schokolade. Und dann hat sie gesehen, hat dann gesagt, dann nimmt sie das eben mit. Und ja, sie kriegt ja auf jeden Fall noch den L'Oreal-Kalender von mir. Den werde ich heute irgendwie in ihrer Wohnung platzieren. Ich muss nochmal ganz undercover nachfragen, wie lange sie heute arbeitet und von wann bis wann, dass ich irgendwann mal rübergehen kann und ihr den Adventskalender hinstellen kann. Vielleicht mache ich die Tütchen auch hier schon fertig. Kann ich euch das auch mal zeigen, wie der Adventskalender ausschaut. Gell, Bibili? So, Dille. Es sind einige Päckchen gestern noch gekommen. Die werde ich jetzt auch mal nach und nach auspacken. Es ist auch einiges, was heißt einiges, aber eins ist auf jeden Fall, was ich auf Anhieb weiß, für die Verlosung. Richtig gut. Oder für die Verlosungen. Jetzt bin ich alles am Überlegen, was habe ich euch denn erzählt? Oh Mann. Boah, aber Leute, jetzt mal ganz kurz zu meinen Haaren. Seht ihr das? Wie krass die rausgewachsen sind. Also ich habe es gestern beim Filmen schon gemerkt. Aber bei den Fotos so richtig, weil ich versuche ja immer ein bisschen weiter von oben zu fotografieren. Das sieht so scheiße aus. Aber ich habe jetzt gesehen, dass ein gewisser Abstand, also eine gewisse Zentimeteranzahl war halt noch von dem ganz dunklen, weil man, die haben das ja Ganze erstmal tupiert und dann durch das Tupierte, was am Haaransatz ist, das wird ja nicht gefärbt. Und genau diese Länge möchte ich auch rauswachsen lassen. Das ist nicht mehr so lang, das ist vielleicht noch einen Monat maximal. Und dann habe ich mich entschieden, werde ich zum Friseur gehen und das machen lassen, weil dann wird beim nächsten Friseurbesuch das alles weg sein. Weil wenn ich jetzt hingehen würde, würde immer noch ein bisschen von dem Dunklen übrig bleiben und es wird dann letzten Endes nichts bringen. Deswegen habe ich gedacht, okay, komm, wirst du entweder öfter mal die Haare zumachen oder keine Ahnung. Jetzt sieht es gerade krass aus. Und schaut mal, ich habe gestern Abend um 16 Uhr habe ich meine Haare gewaschen und frisch wirklich geföhnt, dass sie so ein bisschen Volumen hatten, dass man eben diesen krassen Ansatz nicht sieht. Und jetzt sind die schon wieder so ein bisschen, dass man, meine Haare sehen jetzt gerade aus, als ob ich die schon so 2-3 Tage so hätte. Also ich könnte theoretisch, es würde mir jetzt schon nicht gefallen. Ich würde jetzt schon wenn ich jetzt rausgehen würde, würde ich schon die Haare zumachen, weil ich persönlich finde, wenn man die Haare geschlossen hat und die fettig aussehen, weil viele machen sich ja wirklich extra,
wenn die sich einen Pferdeschwanz machen, die machen sich ja extra Öl und Haarspray in die Haare, dass es so richtig on fleek aussieht. Deswegen, das finde ich dann nämlich nicht so schlimm. Aber wenn man offene Haare hat und das hier so am Ansatz direkt auch so glänzt, weil es schon so ein bisschen, ja, man geht sich ja durch die Haare. Das heißt, man verteilt automatisch, ja, den Haarfett sozusagen, den Talg in die also in den Haaransatz und es sieht automatisch fettig aus. Und wenn jemand mit offenen Haaren rumläuft und die dann fettig sind, da kriege ich die Krise. Und ich hasse das. Und deswegen mache ich meine Haare wirklich, wenn ich die wasche und offen trage, dann trage ich sie maximal einen Tag offen und das war's. Also maximal. Naja, ist ja auch scheißegal, soll jeder rumlaufen, wie er möchte. Ich habe da kein Thema mit. Also ich möchte nicht jeden Tag meine Haare frisch waschen, weil die würden dann sowas von spröde und kaputt sein. Und deswegen laufe ich lieber mal 2-3 Tage mit einem Pferdeschwanz rum, auch wenn er oben fettig aussieht. Ich weiß ja, dass es Öl ist. Ja, mein Schatz. Und dass es besser, dass es dann halt gesünder für die Haare ist. Und ich habe nicht umsonst so viel Haare abgeschnitten. Ich möchte, dass meine Haare gesund weiter wachsen und dass ich die nicht strapaziere, indem ich jeden Tag die Haare wasche und föhne und glätte und Lockenstab mache und weiß der Geier was. Weil meine Haare sehen von Natur aus so nicht aus. Die sehen normalerweise so aus, wie eine Explosion. Deswegen, ich kann es in meinen Haaren nicht jeden Tag antun. So, lange Rede über Haare, lassen wir das Thema mal. Meine Schwester war ja hier gewesen, denn ich habe etwas von einer Firma zugeschickt bekommen, sage ich von Anfang an, direkt. Und zwar ist es ein Sicherheitssystem. Ich habe euch jetzt mal hingestellt und mich hinplatziert. Und zwar habe ich etwas von einer, oder ich habe eine E-Mail bekommen von einer Firma, die mich gefragt hat, ob ich eine Sicherheitskamera für unser Haus haben möchte. Und ich dachte mir so, jawohl, natürlich, das wollten wir auf jeden Fall machen. Wir haben uns von der Firma oder von der Firma, die unser Haus baut, nicht einbauen lassen, weil es, ich weiß nicht wie viel, ich glaube, die wollten 3.000, 4.000 Euro für sowas haben. Also es ist unheimlich teuer, ein Sicherheitssystem für Wohnung, Haus einzurichten. Sicherheitssystem meine ich damit, es gibt verschiedene Systeme. Wir wollten auf jeden Fall eine Kamera haben, die man vors Haus oder an die Hauswand dran schrauben wird. Und dort soll dann halt eben eine Kamera sein, die eben filmen kann, was draußen, ja, wer draußen gerade steht, dass ich die Möglichkeit habe, im Haus entweder über einen Monitor oder über, weiß der Geier, irgendein Gerät sehen kann, wer steht da draußen gerade und was will derjenige von mir. Und es war mir auch wichtig, dass wenn ich zum Beispiel gerade im zweiten Stock bin, keine Ahnung, irgendwie am Wickeln bin oder sowas und es klingelt gerade, dass ich dann nicht jedes Mal runterrase, damit ich mein Paket nicht verpasse, sondern dass ich dann einfach an irgendein System dran kann, sehen kann, aha, da ist jetzt ein Postbote zum Beispiel gerade vor der Tür und dass ich dann über einen Lautsprecher sagen kann, stellen Sie das Paket vor die Tür, ist in Ordnung, kein Thema, so, ja. Oder dass ich auch eine Gegensprechanlage generell habe, dass ich fragen kann, wer ist denn da? Müsste man theoretisch, weil ich denjenigen ja sehe, aber man kann ja trotzdem fragen, gerade wenn man sieht, dass es nicht jemand ist, der aussieht wie ein Postbote. Genau, also sowas wollten wir auf jeden Fall haben und wie gesagt, die Firma bietet es zwar alles an, aber es ist unheimlich teuer. Also selbst die günstigsten Systeme ohne Video, sondern einfach nur mit so einer Gegensprechanlage, hat schon, glaube ich, 1,5 oder so gekostet. Also echt, echt, echt heftig. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir machen das selber. Wir werden uns einfach selber Firmen aussuchen. So, und daraufhin, ich habe das ja nicht erzählt, noch nicht in den Vlogs erzählt. Das war jetzt wirklich reiner Zufall, dass die Firma mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich so ein System haben möchte. Und zwar habe ich gesagt, ja, gerne. Und die haben mir dann eines ihrer Pakete zugeschickt. Und das Ganze sieht so aus. Das ist Reolink. Ja, mein Schatz, gell? Reolink macht uns sicherer. Da ist eine Kamera drin. Und zwar ist es eine Kamera, die kann man überall anbringen. Die kann man auch hinstellen, wie so ein Babyphone theoretisch. Man könnte sie auch in ein Zimmer anbringen als Überwachung. Man kann sie Richtung Garten oder, wie gesagt, Haustür, im Flur, was weiß ich, man kann es ja überall machen, wo man eine Überwachung haben möchte. Es gibt auch Sets, wo man dann zwei auf einmal bestellen kann und so weiter. Das Ganze hat einen Wetterschutz, also das kann man auch im Winter draußen lassen, wenn es regnet und schneit und keine Ahnung was. Dann ist es, hat es eine richtig gute Nachtkamera. Das Ganze haben wir nämlich jetzt alles schon getestet. Ja, Miami, gefällt dir, gell? Das hat eine Nachtkamera.
Dann kann man eben, hat eine normale Gegensprechfunktion. Also wenn ich dann reinspreche, dann kommt es aus dieser Kamera den Ton, eben der Ton raus. Und natürlich höre ich auch, wenn der andere halt eben spricht. Und man, das finde ich auch ganz gut, derjenige, der spricht, muss nicht in das Gerät reinsprechen, sondern das reicht wirklich, wenn die Kamera irgendwo oben ist und man hört denjenigen dann. Also das ist auch tipptopp. Und der allergrößte Pluspunkt, Leute, ist, dass das Ganze kabellos ist. Denn wir haben uns nämlich überlegt gehabt, okay, wir wollen so ein Teil uns selber anschaffen, okay, da müssen wir aber irgendwo wenigstens Leitungen setzen lassen, eine Steckdose setzen lassen, um dem ganzen Strom zu geben und so weiter, also totale Action. Dann muss man ja, möchte man natürlich auch kein Kabel irgendwie draußen hängen lassen, das heißt, die Kabel müssen auch wieder in die Wand eingearbeitet werden. Also ganz, ganz, ganz große Action ist es letzten Endes. Und das Ganze hier ist komplett kabellos. Es läuft entweder über Batterie oder über Akku. Man kann das Ganze, es hat ein Akkugerät, den man aufladen kann, immer wieder. Oder, was auch richtig genial ist, und das haben sie mir netterweise auch noch zugeschickt, es läuft auch über Solar, was mega ist. Also man kann wirklich über den Sommer hinweg einfach eine Solaranlage nebendran montieren oder aufstellen, wie man das auch immer möchte. Und dann läuft das Ganze wirklich 24 Stunden über eine richtig tolle Solaranlage. Also besser geht's doch überhaupt gar nicht, dass man die Sonnenenergie nutzt und nicht noch unnötig Energie verschwendet. Das finde ich einfach sensationell. Das ist das allergrößte, das ist der größte Pluspunkt, den die haben. Die haben auch noch andere Kameras, verschiedene Sachen, die natürlich auch über Strom laufen, wenn man das möchte. Aber das hier ist jetzt das neueste Gerät, was wirklich stromfrei ist. Und ich zeige euch das Gerät gerade einmal. So sieht das kleine Ding aus. Das kann man dann hier auch überall, also hier ist jetzt gerade der Akku nicht dran. Das ist normalerweise komplett rund. So, der Akku wird auch hier einfach nur reingeschoben und dann ist er schon drin. Und hier oben gibt es einen Knopf, dass man den wieder abmachen kann. Hier hinten kann man den laden. An der Seite gibt es hier auch nochmal SD-Karten. Man kann nämlich das Gefilmte auch alles aufnehmen, wenn man möchte. Man muss die SD-Karte aber nicht reinmachen, denn jetzt kommt der Clou, Leute. Clou. Also das ist richtig genial. Also, erst einmal, so sieht die Kamera eben aus. Hier sind auch noch freie, also beziehungsweise Öffnungen, wo man dann halt eben diese ganze Sprechanlage hat. Hier ist nochmal so eine Gummiabdeckung, dass man das nochmal abdeckt. Wirklich einfach nochmal so ein bisschen. Die Abdeckungen hier sind zwar alle schon mit Gummibeschichtung, aber einfach nochmal, um so sicher zu gehen, wirklich, wenn es draußen regnen sollte. Dann hat man hier auch wirklich schon die ganzen Schrauben, um das zu montieren. Natürlich hier diese Akkuladegeschichte. Man hat hier nochmal einen extra Aufsatz, den man an Wände und so weiter montieren kann, wenn man möchte. Das reicht ja eigentlich schon, das zu montieren. Man kann das Ganze nämlich hier drehen, wie immer man möchte. Man kann das Ganze sogar abnehmen, um das Ganze dann eben zu laden. Weil das Ganze wäre ja dann an der Wand montiert und man möchte es ja nicht immer abmachen. Das heißt, man kann das Ganze abnehmen und laden zu Hause und dann wieder draufsetzen. Ja, also das ist so dieses Zubehörset. Und Leute, jetzt kommt das Allerbeste. Normalerweise gibt man Geld aus, um sich so eine Kamera zu kaufen. Die montiert man dann irgendwo. Man muss irgendwie versuchen, die Kabel irgendwie in die Wände zu bekommen. Man braucht dann Strom dafür und so weiter. Dann braucht man drinne auch nochmal eine Anlage, die auch nochmal in die Wand gebohrt wird, wo man Knöpfe hat, dass man freisprechen kann, dass man hören kann, dass man vielleicht einen Bildschirm hat und so weiter und so fort. Also ganz, ganz viel Schnickschnack. Dieses Teil ist richtig genial. Das könnt ihr nämlich entweder mit eurem Laptop, mit eurem PC oder sogar mit eurem Handy, mit eurem Tablet verknüpfen. Und dann habt ihr die komplette Funktion auf eurem Handy. Das ist sowas von genial. Ich habe hier das mit meiner Schwester nämlich gemacht, weil sie wird sich diese Kamera auch bestellen. So, ich habe die, meine App gerade mal aufgerufen. Es gibt nämlich eine extra App, wo ihr dann über WLAN einfach euch mit den Geräten verkoppelt. Und ihr könnt euch mit einem Gerät verkoppeln oder mit mehreren. Und das heißt, ihr könnt dann über euer Handy einfach sehen, wer ist gerade vor eurer Haustür, was passiert oben gerade im Kinderzimmer, was passiert gerade im Garten oder generell einfach in den Zimmern, was ihr halt eben haben möchtet. Und das Geniale ist, dass das Ganze aufgezeichnet wird. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, dann im System reingehen und sagen, okay, das möchte ich löschen oder das möchte ich speichern. Ihr könnt wirklich Sachen aufnehmen. Das finde ich richtig genial. Also wenn man irgendwie hier mal was hat mit Einbruch und Co. Also ihr habt da wirklich dann Videodateien. Genau, also so sieht das Ganze aus.
Ich zeige euch jetzt gerade, weil die Kamera steht jetzt hier und nimmt mich jetzt gerade auf. So sieht das Ganze aus, wo man das dann sehen kann. Man hat hier verschiedene Möglichkeiten, wo man dann klicken kann. Zum Beispiel hier unten ist dann Talk. Also wenn ich jetzt was sage. Das hat jetzt eine totale Rückkopplung. Ich mach's mal direkt aus, weil es bringt nichts. Aber ich kann halt eben ins Handy sprechen und dann sagen, lege sie das Paket zum Beispiel vor die Tür oder ich bin in 30 Sekunden bei Ihnen, wenn jemand unbedingt eine Unterschrift haben will oder weiß der Geier was, ja. Wenn jemand gerade vor der Tür steht, irgendein Familienmitglied und ich sage, hey, ich bin gerade am Wickeln, ich bin in 30 Sekunden bei dir, zum Beispiel, ja. Und es wird dann eben hier, der Ton kommt dann hier unten an. Das Ganze hat eine sensationelle Nachtsichtkamera. Das haben wir nämlich am Montag, war meine Schwester, glaube ich, da gewesen, haben wir das getestet. Wir haben hier alles komplett dunkel gemacht und es war einfach so eine richtig krasse Nachtsichtkamera. Also die ist wirklich richtig, richtig gut. Man kann hier verschiedene Spielereien noch machen. Also wirklich, man kann wirklich in dem Moment auf Foto klicken und dann hat man ein Foto gemacht von dem, was das gerade aufnimmt. Das kann alles Mögliche sein. Man kann Gesundheit, mein Herz, man kann, wie gesagt, das Ganze aufnehmen. Man kann damit so viel machen. Man kann, wenn ich jetzt sehe, da macht gerade jemand an meinem Schloss rum, will einbrechen zum Beispiel, dann kann ich hier auf Alarm klicken. Es wird nochmal bestätigt. Und dann setzt das Ganze einen Alarm frei. Und ich denke, wenn ein Einbrecher zum Beispiel das gerade in diesem Moment hört, dann kriegt er erstmal einen Schock und rennt weg. Das ist, glaube ich, so die erste Reaktion. Hatschi, mein Schatz! Ja, also das Ding hat noch so viele andere Spielereien, also es kann richtig, richtig viel. Ich finde es halt sensationell, dass man das einfach vom Handy aus machen kann. Oder vom Tablet oder weiß der Geier was. Dass ich eben nicht, was in meine Wände einbohren muss und machen und tun, das ist halt einfach, ja, das ist halt eine Menge Arbeit und kostet unheimlich viel Geld. Ja, mein Schatz, und ich kann von unterwegs auch schauen, gell? Also ich kann von unterwegs sehen, wenn ich das jetzt natürlich vor die Haustür mache, ist es nicht so sinnvoll. Solche Cams ja auch für in der Wohnung oder. Und man kann wirklich von unterwegs dann sehen, aha, was geht zu Hause ab. Oder ihr seid im Urlaub und stellt dann die Kamera so auf, dass sie zumindest eine große Fläche eures Hauses oder eurer Wohnung abdeckt. Und zum Beispiel kommt aus dem Urlaub zurück und merkt, es wurde eingebrochen. Dann könnt ihr euch die Dateien laden und sehen, was ist eigentlich abgegangen. So. Wenn das nicht genial ist, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich. Ich würde sagen, die neue Revolution der Technik, ich finde es richtig genial. Und jetzt werden sich wahrscheinlich einige denken, okay, das kostet bestimmt was weiß ich. Wie gesagt, ich habe euch jetzt gerade gesagt, was die für unser Haus haben wollten. Für eine normale Gegensprechanlage 1500 und mit Video und so weiter und so fort war es um die 3000. Ich glaube sogar fast 4000. Also diese Dinger sind echt teuer. Klar, da ist noch Montage und alles mit dabei, dann zieht halt mal keine Ahnung wie viel ab, aber da, diese Überwachungssachen sind einfach richtig teuer. Heutzutage aber nicht wegzudenken, wir wollten es auf jeden Fall haben. Also ich kann euch sagen, diese Solargeschichte hier kostet gerade einmal, Leute, 30 Euro. 30 Euro, dass ihr über mehrere Monate einfach das Sonnenlicht nutzen könnt und eben keinen Strom verschwenden müsst. Und das Gerät hier, ich habe jetzt nicht den genauen Preis im Kopf, aber es war paar 90 Euro, also unter 100 Euro. Für so eine krasse Qualität und was das alles kann und hier einfach, dass ihr nichts machen müsst. Ihr müsst zwei Schrauben in die Wand bohren, wenn überhaupt. Ihr könnt das Ganze ja auch hinstellen, wenn ihr möchtet. Also wirklich, als ich die Preise gesehen habe, habe ich mir gedacht so, okay, taugt das was? Und dann haben wir es wirklich, es ist so schade, weil die Dateien weg sind. Wir haben das auf Herz und Nieren wirklich geprüft und gemacht mit dem, wie gesagt, dass es hier einen Alarm senden kann, die Nachtsichtkamera, dass man aufnehmen kann, dass man auf Pause drücken kann sogar und sich das genauer angucken kann. Das hochziehen kann und genau sehen kann, wer ist das, wer will da was. Man hat hier wirklich, das filmt jetzt natürlich gerade irgendwas. Man hat hier wirklich Tag, also Datum und die genaue Uhrzeit wird eingeblendet mit den Sekunden sogar. Ja, mein Schatz? Und es hat, achso, das habe ich noch nicht gesagt, ein Fischauge. Es ist eine Weitwinkelkamera, die einfach nicht nur ein bisschen was aufnimmt, sondern wenn ihr das jetzt hier oben hinstellen würdet, ihr würdet wirklich den kompletten Raum sehen. Also es ist eine Weitwinkelkamera. Die haben mir das, wie gesagt, kostenlos zugeschickt und haben gesagt, hey, teste das. Wenn es dir gefällt,
Dann kannst du es deinen Zuschauern gerne zeigen und wir werden dir auch noch einen Prozentgutschein geben, also einen Gutscheincode, wenn da jemand daran Interesse hat. Und ich dachte mir so, ja, alles klar, test es mal aus. War schon skeptisch, weil einfach die Preise sehr niedrig sind und ich dachte mir so, ob das Ganze was taugt, ich weiß es nicht. Und dann haben wir das, wie gesagt, am Montag alles getestet. Wir haben alles hier auseinandergenommen. Wir haben die App auf meinem Handy installiert, habe das getestet und dachte mir so, das ist richtig genial. Und es ist so genial, dass meine Schwester möchte sich das jetzt auch kaufen. Wir sind am Überlegen, dass wir noch zwei Kameras kaufen. Also, dass sie sich eine holt und dass wir noch eine in den Garten setzen. Vielleicht auch irgendwas für zu Hause. Ganz ehrlich, jede andere Babycam ist viel teurer als diese Angelegenheit. Und da kann man ja richtig viel mitmachen. Da sind wir am Überlegen, wie viele wir von diesen Geräten jetzt bestellen. Und wir lieben es. Und deswegen habe ich gedacht, ich sag's euch weiter, ich werde dafür nicht bezahlt, das ist nicht gesponsert. Ich habe dieses Gerät zwar gratis zur Verfügung gestellt bekommen, ich kriege da aber keine weitere Zahlung für. Das heißt, ich muss euch nicht sagen, dass ich das klasse finde. Ich finde es richtig genial und für dieses wenige Geld, wenn jemand irgendwie Sicherheit haben möchte, dachte ich mir, ich erzähle euch davon. So, genau, der Link ist in der Infobox und ich habe euch, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wie viel ihr sparen könnt. Leute, das Gerät ist ja eh schon nett teuer. Ihr könnt aber trotzdem mit meinem Gutscheincode zusätzlich nochmal, das ist der Hammer, 20% haben die mir gegeben. Ein 20% Gutscheincode, das ist der Hammer. Das machen die wenigsten Firmen. Viele sagen dann, ja, 10% oder 15%. Aber 20% ist eine Aussage, würde ich mal sagen. Und ja, wenn ihr da Interesse dran habt, schaut einfach mal auf die Internetseite vorbei. Da gibt es noch viele andere Kameras in verschiedenen Designs. Alles Mögliche ist damit dabei. Das ist halt eben die kabellos ist. Die eben das große, große Pluspunkt habt, dass ihr nicht weiß der Geier, was mit euren Wänden machen müsst oder Stromversorgung braucht oder. Genau. So, genug über die Kamera. Das war die Info, die ich euch jetzt geben wollte. Sorry, dass ich darüber so lange geredet habe, falls es jetzt jemand nicht interessiert hat. Aber das ist einfach so eine Sache. Ich finde Sicherheit ganz, ganz wichtig, gerade wenn man irgendwie, ja, vielleicht in nicht so tollen Gegenden wohnt oder ja, einfach sich wohler fühlt, wenn das Ganze, wenn man, ja, einfach so eine Aufzeichnung halt eben hat, die man dann auch benutzen kann. I don't know. Ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir, wo wir uns jetzt ein Haus geholt haben, haben uns einfach auch mit dem Thema Sicherheit logischerweise beschäftigt. Einfach nicht normal, wie viel Geld die Firmen mit Sicherheit machen. Was eigentlich traurig ist, aber man muss da ordentlich in die Tasche greifen. Und bei diesem System muss man einfach überhaupt nicht in die Tasche greifen. Das ist einfach sowas von geschenkt. Das finde ich echt krass. Deswegen, also ich werde meinen eigenen Gutscheincode benutzen und meine Schwester auch, dass wir unser Haus eben ausstatten mit diesen ganzen Kameras. Falls sich jetzt jemand denkt, oh, das ist ja gar keine Sicherheit, das kann ja jederzeit abnehmen. Jein. Auf der einen Seite muss es ja irgendwie ein System sein, das, weil man muss ja das Ganze irgendwann auch mal laden. Ich habe das noch nicht getestet. Wir haben das jetzt schon mehrere Stunden an. Dieses Gerät habe ich noch nicht einmal geladen, seitdem es angekommen ist. Und ich habe immer noch über 80%. Wir haben damit schon wirklich viel gemacht und Nachtsicht und überhaupt. Ich habe das die letzten Tage auch immer mal wieder angehabt. Ich habe es sogar schon als Babyphone benutzt. Ich finde das einfach so, so zuckersüß. Man kann es überall hinstellen, wenn man möchte. Oder halt eben damit hinstellen. Oder halt eben, wie gesagt, mit dieser Verlängerung. Wenn es jetzt so sein sollte, dass ihr irgendwann mal nach Hause kommt und euch das Gerät fehlt, weil es irgendwo oben an der Decke hing und jemand das Ganze abgemacht hat, gibt es verschiedene Sachen. Erstens, es kann nicht irgendjemand euer Gerät klauen, weil das ganze Gerät, dieses Gerät ist jetzt mit meinem Handy verkoppelt und auf mich und meinen Namen, auf meine ID-Adresse sozusagen, es ist auf mich registriert. Ich habe meinen Namen, meine Adresse angegeben. Das heißt, wenn irgendjemand sagt, oh, ich möchte das Gerät jetzt mal auf mich anmelden, dann werde ich über mein Handy benachrichtigt. Das heißt, jemand, der das klaut, kann damit nichts anfangen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Derjenige, der das geklaut hat, wurde in einem großen Winkel erst einmal gefilmt, bis er dorthin gekommen ist und ja, wurde einfach gefilmt. Also ich habe ja dann die Dateien auf meinem Handy, wenn das jemand klauen sollte. Aber da muss ja erstmal jemand auf die Idee kommen, gell? Ich meine, das Ding wird ja nicht irgendwie in Augenhöhe angebracht, sondern wirklich, in 2,5 Meter hoch wird das angebracht und hat dann wirklich einen sehr, sehr großen Weitwinkel und man sieht und hört alles. Da wird ja Ton aufgezeichnet, da wird Bild aufgezeichnet. Die Nachtsichtqualität ist wirklich der Hammer. Also das nochmal dazu. Genau. Jetzt höre ich aber auf, darüber zu reden. Wenn es jemand interessiert, dann schaut einfach in die Infobox mal rein und
ja, wenn es euch interessiert, dann habt ihr den 20% Gutscheincode. So, ich werde jetzt endlich mal frühstücken, denn ich habe immer noch nicht gegessen. Dann werde ich hier mal einige Pakete auspacken und ich werde mich auf jeden Fall... Was machst denn du da? Gehst du an Tante ihr Adventskalender? ich werde mich dann später einfach nochmal im Laufe des Tages bei euch melden. Ich werde auf jeden Fall den Adventskalender von L'Oreal mal auspacken und mal schauen, was da alles so drinne steckt. Kann ich euch ja auch nochmal zeigen. Und wenn euch der interessiert, den gibt es bestimmt noch zu kaufen. Die haben den ja überall drastisch reduziert. Also es lohnt sich richtig dazu zu greifen aktuell. So, ihr Lieben, wir hören uns später wieder. Ihr Lieben, ich melde mich nochmal ganz kurz. Ich bin jetzt hier gerade so in meinem Bastelfieber. Ich habe so ein, was heißt Bastelfieber? Bastelaufräumfieber. Ich habe hier ein paar Pakete ausgepackt und es ist ein Set angekommen, was richtig, richtig schön ist. Werdet ihr auf jeden Fall in den nächsten Videos, vielleicht in diesem schon, nee, in diesem nicht, aber in den nächsten Videos werdet ihr es erfahren. Ich bin jetzt gerade dabei, habe eins der Adventskalender mal aufgemacht hier von L'Oreal, weil ich möchte das ja heute für meine Schwester vorbereiten. Was ganz gut ist, hier hinten steht ja drauf, was alles drin ist und man kann das hier an der Seite, ist ein Sticker, dass man das abmachen kann. Also das ist nicht feste dran geklebt. Das finde ich richtig gut, dass wenn man auch den Karton noch zusätzlich, weil ich habe mir gedacht so, ach, das wäre auch schön, den so im Hintergrund hinzustellen und dann die Tütchen so davor zu drapieren, weil ich finde es total schön mit dem Eiffelturm. Genau, und ist aber blöd, wenn man auf der Rückseite dann ja schon sieht, was da drin ist. Das ist ja bei den meisten Adventskalendern so. Auf der einen Seite ist es blöd, weil einem wird so die Überraschung genommen, aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass man vorher halt eben entscheiden kann, ist es mir das Geld wert oder eben nicht. Ja, deswegen, aber hier finde ich es gut, dass man es abmachen kann, dass man die Box halt eben auch so noch verwenden kann. Ich finde die wirklich richtig, richtig schön. Hier sind jetzt verschiedene Tüten drin und dann halt eben die Nummerierungen, die kann man dann auf die Tüten draufkleben und in die Tüten kann man dann halt eben den Inhalt reinmachen. Da kann man selber bestimmen, was man an welchem, in welchen Türchen reinmacht. Und hier ist so ein bisschen Papier oben drauf und dann sieht man hier schon die kompletten Produkte, was ich wirklich genial finde. Nein, nein, nein. Doch, das ist genial. Nur so, ich zeige euch jetzt nicht alles, aber so ein paar Highlights. Also auf jeden Fall die Paradise Mascara in Originalgröße. Auf die bin ich sehr gespannt. Von der habe ich schon vieles, vieles Tolles gehört. Allerdings, als die rausgekommen ist, hatte ich noch meine Wimpern-Extensions. Und deswegen, ja, bin ich nicht auf den Zug mit aufgesprungen. Aber die soll ja richtig krasses Volumen geben. Deswegen finde ich die interessant. Dann auch das hier. Die neue Trista, ich glaube, das ist eine Foundation, oder? Was ist das denn? Skinter in Medium. Für den frischen... Ah, eine BB-Cream ist das. Okay. Ja, auf die bin ich auch gespannt. Dann ist auch hier eine Cushion Foundation drin, in der Farbe 30 Medium Beige. Das ist genau meine Farbe, wie genial. Ich bin dieser mittlere Typ. die drei finde ich richtig genial. Dann auch hier zum Beispiel, da ist so eine Haarkur mit dabei, eine Haarmaske, eine richtig große sogar. Finde ich auch sensationell gut. Dann natürlich die zwei Lippenstifte. Zwei Lippenstifte von L'Oreal. L'Oreal Lippenstifte sind nicht günstig, wie wir wissen. Ja, das Ganze werde ich jetzt mal machen. Für meine Schwester alles in diese Tütchen reinpacken. Ich habe ihr noch den Kalender. Was machst du da, mein Schatz? Ich habe ihr noch den Kalender gekauft. Den hatte ich euch ja im DM-Haul gezeigt. Der kommt mit ins sechste Türchen rein. Genau. Und ja, das war's eigentlich. Also ich habe noch Schokolade gekauft. Und das werde ich da teilweise nicht, glaube ich, werde es nicht mit reinmachen, sondern eher so für die Deko, das drumherum. Ich mache meinen Arm ein bisschen hoch wegen mir. Ich werde es so ein bisschen drumherum drapieren, aber das zeige ich euch einfach später dann, wie das Ganze aussieht. Ich glaube, sie wird sich freuen. Ja, ja, ja. So, ich bin hier schon ziemlich weit gekommen. So sieht das Ganze im Prinzip aus. Man hat hier diese Tütchen, ein paar kleine, ein paar große. Dann hier die Nummern, die man dann draufkleben kann. Ja, und ich habe die Tütchen mal kleiner gefaltet, mal größer gefaltet. Ich habe da einfach ein Loch reingemacht und dann das mit so einem Bändchen hier noch zugemacht. Genau, die 6 ist ja der Timeplaner. Das weiß meine Schwester aber auch schon, dass sie den bekommt, weil ich gefragt habe, ob der überhaupt gut ist, weil sie eine Zeit lang so ganz kleine, dünne immer haben wollte und jetzt aber schon so ein bisschen einen anderen Style hat. Und so ein Timeplaner begleitet einen das ganze Jahr und der muss passen. Deswegen hatte ich sie schon gefragt gehabt und habe gesagt, gut, dann kriegt sie von mir den zu Nikolaus, bevor ich ihr Schokolade oder sowas schenke. Wobei, sie kriegt auch Schokolade. Ist auch egal. Ja, und ich habe jetzt immer geschaut, dass ich so mischen, dass ich immer so abwechslungsreich alles verpacke. Mal irgendwie ein Haarprodukt, dann mal ein Schminkprodukt und so weiter. Ich habe jetzt aber, es gab ein paar Sachen,
ich glaube, es gab insgesamt 4 oder 5 so kleine Pröbchen, die dann auch als Tür zählen. Fand ich dann ein bisschen wenig, deswegen habe ich da auch noch ein paar andere Sachen reingemacht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auch noch so eine Maske von Neutrogena. Also so ein paar Sachen habe ich dann einfach reingemacht, dass sie nicht so ein Tütchen aufmacht und dann kommt ihr nur so eine kleine Probe entgegen. Das fand ich ein bisschen blöd, aber da sind tolle Produkte drin, da will ich gar nicht sagen. Aber die 4 Proben, finde ich nicht so cool. Also da hätte ich lieber gesagt, mach den Kalender auf, was weiß ich, 55 oder 60 Euro und mach dann wirklich keine Proben rein. Solche kleineren Größen finde ich noch in Ordnung, aber so ganz Proben finde ich irgendwie nicht so cool. Deswegen, das möchte ich eh nicht reinmachen. Deswegen habe ich überall immer noch so eine Kleinigkeit dazu gemacht. Aber das erzähle ich jetzt nicht. Das soll ja auch so eine kleine Überraschung sein. Und ich würde sagen, ich mache hier mal weiter. So, voll zerstruppelt Stunden später. Wirklich Stunden später. Wir haben jetzt kurz vor 6. Meine Schwester hat um 6 Feierabend, beziehungsweise ja, kommt um kurz nach 6 nach Hause. Die arbeitet nämlich ziemlich in der Nähe. Und ich habe als überlegt, wo soll ich jetzt diese ganzen Geschenke hinstellen? Dachte ich, da hinten auf die Fensterbank, da sieht man es aber nicht richtig. Dann hier auf die Fensterbank, habe ich mir gedacht, kritisch, weil da ist ja auch direkt davor die Heizung. Da dachte ich mir so, ah, vielleicht lieber nicht. Übrigens, meine Schwester wohnt in der gleichen Straße wie ich und sie hat auch die gleiche Wohnung wie ich. Also falls es irgendwie für euch interessant wäre, wie die Wohnung aussieht. Ich habe euch aber auch schon voll oft hier mitgenommen. Auf jeden Fall stehen wir hier bei ihr im Wohnzimmer und ich habe das Ganze jetzt da oben hingestellt. Da ist ein Regal und da sind viele Fotos und sowas da gewesen. Lias, was machst du? Da waren halt viele Fotos und Kerzen und was weiß ich, was Duftsachen. Ich habe alles runtergeräumt und habe das jetzt da oben hingestellt. Ich zeige euch das mal. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich finde es ziemlich cool. Ich habe dazwischen immer noch so ein paar Schoki-Dinger hingestellt. Ein paar Nikoläuse bzw. einen großen und dann hier eben dieser Kalender. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich glaube, die wird es am Anfang gar nicht sehen, wenn sie reinkommt, weil es ja schon sehr, also es ist weiß, aber wenn sie es dann sieht, dann wird sie sagen, was ist hier los? Ich habe hier gerade, als ich rausgelaufen bin, gesehen, bin den ganzen Tag zu Hause und genau wenn ich rausgehe, kommt der DHL-Mann, ja, das ist so super. Und der hat am Anfang der Straße geparkt. Und ich wohne so in der Mitte der Straße. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er was für meine Hausnummer hat oder für mich hat. Sagt er, hat er geguckt, sagt er, ja. Aber er weiß nicht, ob er es heute zustellen kann. Habe ich gesagt, wie, Sie wissen nicht, ob Sie es heute zustellen können? Das ist 2 Hausnummern weiter. Sagt er, ja, aber er hätte jetzt um 18 Uhr Feierabend. Richtig krass. Und er weiß nicht, ob er es noch schafft, weil er muss erst die ersten Hausnummern abklappern. Habe ich gesagt, okay. Ich sage, dann stellen Sie es mir bitte hier, weil meine Schwester in der ersten Hausreihe wohnt. Habe ich gesagt, dann stellen Sie es mir bitte hier hin, weil ich möchte das Paket gerne haben und nicht bis morgen warten. Ja, okay. Dann ist ihm eingefallen, dass er auch noch ein Paket für meine Schwester hat. Jetzt habe ich die Pakete angenommen und es ist aber ein riesengroßes Paket vom Lidl. Ich habe ja da einiges bestellt zu Black Friday. Jetzt muss ich nur gucken, der ist nicht so schwer. Vielleicht kann ich den sogar irgendwie, dass ich da so ein Loch reinmache und den Grabsche und den Vias noch zusätzlich nehme. Wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich meine Schwester später oder gleich Bescheid sagen, dass sie mir das rüberbringen soll oder wie auch immer, weil ich kann den Vias ja nicht alleine lassen. Genau, das ist der Plan, aber ich verschwinde jetzt erst einmal, weil ich möchte ja schon, dass sie sich überrascht. Ich glaube, die checkt das gar nicht. Wenn sie reinkommt, wird sie bestimmt erst ins Schlafzimmer gehen. Wir werden mal sehen, wie sie reagiert. So, wieder zu Hause. Leute, ich habe mir gerade einen abgeschleppt. Bis schon geht nicht mehr, ich bin völlig fertig. Dieser Karton ist überhaupt nicht leicht, überhaupt nicht schwer, aber so unhandlich. Wenn man nämlich auf einer Seite das Kind hat und auf der anderen Seite den Karton. Und ich wollte halt nicht, dass meine Schwester das sieht, weil dann wüsste sie, ich war in der Wohnung gewesen. Und das ist dann schon so, deswegen habe ich den jetzt einfach mitgeschleppt. Und ich bin gerade hier wirklich mit meiner letzten Kraft an der Haustür angekommen und wollte gerade aufschließen, war so völlig fertig. Und dann höre ich plötzlich so ganz leise jemand hinter mir und ich habe mich so erschrocken, Leute. Das könnt ihr euch... Ich habe mich richtig erschrocken. Steht plötzlich der nächste Postbote da mit meinem Douglas-Paket. Und es ist von Hermes. Wir haben 18 Uhr, Leute. Hermes kommt bei uns normalerweise auf jeden Fall zwischen 11 und 1. Also die sind, ich glaube, es sind, oh Gott, ich sehe aus, ich habe gerade meine Haare einfach zusammengemacht, weil das ging gerade gar nicht mehr. Ich habe mir gerade echt einen abgeschwitzt. Ich habe zu dem Postboten auch gerade gesagt, ja, ihr habt gerade echt viel zu tun, wahrscheinlich wegen Black Friday, gell? Sagte, das ist nicht normal, ganze Wagen ist voll. Voll süß, gell? Boah, und dann hat er mir die 2 Pakete hier reingetragen. Oh, das war so lieb gewesen, aber ich habe mich in dem Moment so erschrocken, das war echt krass gewesen.
Ja, ich gucke gleich mal in die Päckchen rein, aber ich werde ja sowieso ein Black Friday Haul für euch drehen. Es ist aber bei weitem noch nicht alles da. Also ich habe eine sehr große Bestellung bei H&M zum Beispiel getätigt und ihr wisst ja, H&M Versand ist eine Katastrophe. Die brauchen teilweise 1,5 Wochen für die Lieferung. Also H&M Lieferung ist einfach so, ich habe auch so selten die letzten Jahre bei H&M bestellt, sondern bin, wenn ich was gebraucht habe, direkt in den Store gegangen, weil das ist einfach nicht normal. Also die Lieferzeit, man kann sich ja gar nicht mehr erinnern, was man bestellt hat. Das ist echt, echt heftig. Und auf eine Sache von Mediamarkt musste ich sowieso jetzt, da stand 7 bis 9 Werktage warten. Das ist, also 7 Werktage war ja jetzt am Freitag, oder beziehungsweise heute, jetzt am Freitag vor allen Dingen, jetzt heute vorbei. Das heißt, die müssten sich auch die nächsten Tage melden, dass ich das abholen kann. Ja, mein Schatz. Also, ja, ich denke, dass ich das hoffentlich dann nächste Woche drehen kann. Ja, es ist halt die Frage, wann die H&M-Sachen kommen, gell? Ihr Lieben, wir beenden das Video an dieser Stelle. Ich möchte, weil ich glaube, ich habe heute schon ziemlich viel mit euch gelabert. Und es ist auch heute wieder ein Adventstürchen dran. Und ich habe gedacht, heute gebe ich oder mache ich endlich mal was für die Mamas da draußen, beziehungsweise für die Babys, für die Kinder. Eine schöne Deko-Sache könnt ihr heute gewinnen, denn in diesem Türchen befindet sich etwas von Wolke Mint. Das ist die Marke. Ich habe die schon sehr, sehr oft deren Produkte auf Instagram gesehen, in meinem Feed, haben viele das verlinkt und ich habe auch da die schon lange abonniert und schaue mir die schon sehr lange an und habe schon sehr, sehr, sehr lange vorgehabt, das Ganze auch mal zu machen und ja, da ist mir das wieder in den Sinn gekommen, dass die richtig coole Artikel haben. Da habe ich mir gedacht so, hey, komm, die schreibst du doch einfach mal an für deinen Adventskalender, denn das ist was richtig Schönes zu verlosen. Und sie haben zugesagt und haben mir eine Sache zugeschickt, die ich mir aussuchen durfte und das dürft ihr eben auch. Ich zeige euch jetzt erstmal, worum es geht und zwar um dieses Bild hier. Es ist so, 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 so schön. Ja, Babylias. Und zwar, das habt ihr bestimmt schon mal auf Instagram gesehen. Die stanzen eben hier den Anfangsbuchstaben aus für die Person, die ihr halt möchtet. Das kann natürlich, ist es erstmal auf Kinder bezogen gewesen, denn in diesem L hier drinne stehen die Geburtsdaten von Lias. Da steht sein Geburtstag, sein Uhrzeit, Datum, dann sein Gewicht. Es steht alles hier drinne in so einem schönen Silber. Richtig, richtig hübsch. Hier unten ist dann nochmal Lias und dann nochmal sein Geburtsdatum. Und das Ganze könnt ihr natürlich aber auch für eure Liebsten machen. Die haben jetzt ganz neue Designs mit Weltkarten. Das sieht so wunderschön aus mit den Weltkarten, wirklich. Es gibt Partnerbilder, es gibt auch Sachen, die man für Omi, Opi machen kann und sowas. Also die haben sehr, sehr, sehr viel Auswahl, wenn ihr euch jetzt denkt so, okay, weil ich gerade gesagt habe, es ist eigentlich jetzt was für die Mamas gewesen oder für die Kinder als Deko, für ein Kinderzimmer, aber nicht unbedingt, denn man kann tatsächlich auch irgendwie was für sich selber gestalten, für den Partner gestalten, für die Eltern oder. Es ist auch ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk, wie ich finde. Einfach sehr, sehr individuell halt eben kann man das auch gestalten. Und ich finde, das ist so mal was anderes, weil man hängt ja sehr viel Bilder auf, sehr viele Bilder auf, Fotos auf und so weiter. Und das ist hier nochmal was, wo man sagt so, hey, das ist ein schönes Deko-Element, was man aufhängen kann, was sehr individuell gestaltet ist. Und dass ich jetzt hier Sterne reingemacht habe oder für was ich mich da entschieden habe, das ist jetzt total mein Geschmack gewesen. Die Sterne müsst ihr so nicht nehmen. Da könnt ihr was anderes machen, das gar nicht machen. Ihr könnt hier die Hintergrundfarbe bestimmen. Ihr könnt sagen, ich möchte hier was anderes außer Silber haben, sondern mit Glitzer und anderen Farben. Der Rahmen kann anders gestaltet werden und. Ich werde euch den Shop in die Infobox verlinken. Dann könnt ihr da gerne mal auf Instagram auch reinschauen. Die haben da ganz viele Bilder gepostet, wo ihr sehen könnt, was die alles für Designs haben. Also wirklich sehr, sehr schön für jeden Geschmack was dabei. Die haben eine sehr, sehr große Auswahl an Farben und Glitzersachen und so weiter und so fort. Also da ist definitiv für jeden irgendwas dabei. Und ja, heute könnt ihr im Prinzip genau das hier gewinnen. Ein schönes individuelles Foto mit einem Rahmen, was ihr euch selber gestalten könnt. Ja, das ist der Gewinn für das heutige Türchen. Ich hoffe, ihr freut euch darüber. Ich finde es wunderschön, wirklich. Ich freue mich total, das jetzt auch endlich aufhängen zu dürfen, weil ich habe es die ganze Zeit natürlich nicht aufgehängt, weil ich mir gedacht habe, so, oh nein, dann seht ihr das irgendwie, dann fragt jemand danach und jetzt kann ich es auf jeden Fall aufhängen. Ich freue mich sehr. Und ja,
Macht also fleißig mit, einfach Abonnent meines Kanals sein, einen Kommentar hinterlassen, einen Daumen hoch, dann macht ihr automatisch mit oder nimmt automatisch teil. Und wenn ihr auf Instagram noch teilnehmen möchtet, dann erhöht ihr nämlich eure Gewinnchance. Ich sage es in jedem Video, ich weiß. Aber auf Instagram einfach unter dem Foto mit diesem Bild hier einfach auch einen Kommentar hinterlassen, ein Like geben, mir folgen und auch Wolke Mint folgen. Und dann könnt ihr genauso an dem Gewinnspiel teilnehmen und habt einfach eure Gewinnchance verdoppelt. Genau, ihr Lieben. Ja, und ich würde sagen, jetzt ist das Video aber tatsächlich zu Ende und wir hören und sehen uns im nächsten Video morgen also wieder. Also macht's gut, ihr Süßen. Ciao, ciao.